Es ist wieder soweit, es gibt wieder eine neue Folge von Günstig kochen, aber gut. Und heute mache ich etwas recht Außergewöhnliches. Und zwar gibt es heute einen Hoppel-Poppel-Auflauf. Was das ist, wie das aussieht, wie das gemacht wird, wie das schmeckt, seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking In and Out. Herzlich willkommen. Hoppel-Poppel ist ein Gericht aus der DDR. Das ist so eine Art Röstkartoffeln, Bratkartoffeln, aber mit Wurst. Mit ein bisschen Gemüse drin, meistens einer sauren Gurke. Und das Ganze ähnlich wie im Bauernfrühstück mit Ei. Aber beim Bauernfrühstück wird es wie ein Omelett gegart. Wobei es beim Hoppelpoppel mitsamt dem Ei in der Pfanne verrührt wird, bis das Ei stockt und dann serviert wird. Und das ist auch schon einer der Unterschiede zum Bauernfrühstück. Ich habe mir gedacht, machen wir das mal wie so ein Auflauf. Das kostet nicht viel mehr und schmeckt noch ein gutes Stück besser. Die Zutaten dafür sind recht überschaubar und die schauen wir uns mit den Preisen zusammen erstmal an. Ich brauche ein paar Kartoffeln, die werde ich hier schon mal als Pellkartoffeln vorbereiten. Also einfach in Salzwasser weich kochen. Ein bisschen Kümmel macht die Pellkartoffeln unwiderstehlich gut. Hier habe ich noch Schinkenwürfel, so ein Doppelpack kostet 1,99 Euro. Ich brauche die Hälfte davon, das entspricht etwa 1 Euro. Dann habe ich hier noch zwei mittlere Zwiebeln, das waren 218 Gramm, das entspricht 15 Cent. Bei den Gurken habe ich 327 Gramm, das sind 68 Cent. Ich habe überlegt, ob ich 4 oder 5 Bockwürste nehme. Ich habe mich für 4 entschieden. Das macht 2,64 Euro bei einem Discounterpreis von 6,59 Euro für den 10er-Pack. Von den Pellkartoffeln waren das 1318 Gramm. Das entspricht bei einem Preis von 88 Cent pro Kilo 1,16 Euro. Ich benötige 8 Eier. Bei einem derzeitigen Preis von 1,99 Euro macht das 1,60 Euro. Und zum Schluss brauche ich noch ein bisschen Reibekäse. Da denke ich mal, brauche ich eine ganze Tüte, die kostet 1,59 Euro. Für die Eier brauchen wir noch ein bisschen Milch. Ein Esslöffel pro Ei. Bei 10 Eiern sind das hier ungefähr 0,8-0,9 Milliliter. Und ich mache noch ein bisschen Schnittlauch aus dem Garten dran. Den habe ich mir bei der Ernte gleich frisch eingefroren. Und so habe ich den immer zur Hand. Wie ihr seht, habe ich die Zutaten schon vorbereitet. Ich schneide noch schnell meine Würstchen zu Ende und dann sehen wir uns am Topf wieder. Die Zipfel sind übrigens ganz lecker. So, da sind wir gleich fertig. Und die Zutaten, Zubereitung und Preise könnt ihr wie immer hier unten in der Videobeschreibung nachlesen. Wenn euch mein kleines Video bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Und über ein Abo und einen Kommentar freue ich mich ganz besonders. Mit der Vorbereitung bin ich jetzt fertig und jetzt geht's an den Topf. Aber vorher nasche ich noch ein Stück. Die Zwiebeln mache ich jetzt zuerst, weil die sollen sehr dunkel werden und dadurch ein sehr starkes Röstaroma abgeben und gebe dann die anderen Zutaten nach und nach dazu. An Gewürzen brauche ich Pfeffer, Salz und Majoran. Das berechne ich nicht extra mit, da man die Gewürze sowieso zu Hause hat. Beim Fett ist es ähnlich. Ich nehme Butterschmalz, ein anderer nimmt Rapsöl, der nächste nimmt Olivenöl, der nächste nimmt Butter. Und deswegen kann man da gar keinen vernünftigen Preis festlegen. Das berechne ich nicht, da hat jeder einen individuellen Bedarf. Die Pellkartoffeln schneide ich jetzt erst in Scheiben, weil die sonst stark zusammenkleben und dann gehen sie mir nachher bloß kaputt, wenn ich die auseinandernehmen möchte. Hier haben wir unsere vorbereiteten Kartoffeln. Ich koste mal, ob sie schmecken. Hier haben wir die 8 Eier. Auch die würzen wir mit ein bisschen Salz. Nicht viel, eine Prise ungefähr. 8 Esslöffel Milch. Und den Schnittlauch aus dem Garten mit rein. Hier sind die vorbereiteten Kartoffeln. Da gebe ich jetzt ungefähr 2 Drittel von dem Käse dazu und arbeite das schön unter. Und jetzt gebe ich das in die Auflaufform. Und darüber kommt jetzt das Eier-Milch-Gemisch. Und ganz zum Schluss streue ich den restlichen Reibekäse drüber. Und das Ganze geht jetzt bei 180 Grad für ungefähr 35 bis 40 Minuten in den Backofen. Günstig kochen, aber gut. Hoppel-Poppel-Auflauf und den probiere ich jetzt für euch. Das ist noch mächtig heiß, aber das ist mir egal. An der Ecke hier ist er bestimmt schon ein bisschen abgekühlt. Wurst, Kartoffel, Ei, alles dabei, was wir haben wollen. Lecker. Ganz lecker und richtig deftig und richtig schön saftig.
Ich probiere nochmal. Das schmeckt genauso wie ein Hoppelpoppel schmecken muss. Richtig schön kartoffelig. Die Wurst schmeckt mal raus. Das Ei, die Gewürze, richtig klasse. Und das Ganze für 1,47 Euro pro Portion. Unschlagbar gut, unschlagbar lecker, unschlagbar günstig. So muss das sein, so möchten wir es haben und so wird's gemacht. Hier ist es nochmal aus der Nähe. Und ich werde jetzt schön essen. Ich habe nämlich einen riesigen Hunger und vorher verabschiede ich mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, hier unten Kanal abonnieren. Ihr wisst, was zu machen ist. Für mich war's das für heute. Ihr wart bei Sven's Kitchen Cooking in and Out. Bis bald.